Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Mit mir spielt Nein Nein und Wolfi und wie sie alle heißen und auch Mathilde. Jo, und Hottehü sieht echt heiß aus. Ja, dann brauchen wir nur noch Leder, dann kann ich hier auch sowas basteln. Gehärtetes Leder. Ja, ich bin gerade dabei, alchemistische Grundsubstanz herzustellen. Ja, 45 brauche ich dafür. 16 haben wir noch. Ja, ich mache hier auch gerade 16 und es ist noch mehr Goldstaub in der Mache. Ja, also machen wir nebenbei. Ich stelle schon mal die Bogenschützen auf, die neuen. Mach das. Ich nehme erstmal ein. Warte, dann stelle ich die Kämpfer auf. Oh, der hat ja nix. Der ist ja arm. Guck mal, was die haben. Also an haben sie nichts Besonderes. Gehärteter Stahlbogen ist ja nichts. Die sind schon in Ordnung. Sternmetall Großschwert. Sternmetall Streitkolben und ein Sternmetall Schild. Das ist ja wenigstens okay. Aber bei dem Bogentypen hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht ein Sternmetallbogen. Das wäre natürlich sehr geil. Komm, du kommst auf die Plattform. Gibt es überhaupt einen Sternmetallbogen? Keine Ahnung. Oder ein magischer Bogen oder keine Ahnung. Einen tollen Bogen halt. Kann auch nicht so schwer sein, einen tollen Bogen zu haben. Der sieht auch so aus, als ob er gerade hier auf der Straße wohnt. Ja, selbe Ausrüstung. Ja, wir wollten ja heute Nachtsichtgerät kaufen oder holen. Und Drachenblut sammeln. Oh doch, es gibt einen Sternmetallbogen. Wusste ich's doch. Müsste ich einmal herstellen. Ich habe den nämlich gelernt, ob der besser ist als der Drachenknochen. Warte. Ja, das stimmt. Nee, der Drachenknochenbogen ist eine Spur besser. Der hat nämlich Gesundheitsschaden 22 und der Sternmetallbogen hat 21. Und der gehärtete Stahlbogen hat 15. Ja, du hast schon auf dem Pferd. Ja, ja, ich suche noch mein Pferd. Schnell. Ja, seitdem jetzt mein Pferd hier diese Schlachtrossrüstung hat, ist es sehr ungeduldig. Nein! Jetzt steht dieses Pferd da im Weg, ey. Da steht ein Pferd im Weg. Ja, ja, ein Pferd im Weg. Meine Güte! Geht's noch? Wirst du klarkommen? Ruhig, Brauner, alles gut. Das ist kein Brauner, mein Pferd ist ein Brauner. Utrecht, geh aus dem Weg! Utrecht! Mathilde, wird's noch was? Ja. Kommst du? 10 Minuten später. Soll ich das Tor für dich abreißen, damit du besser durchkommst? Wobei, es wäre ulkig, wenn man so Sklaven da hinstellen könnte. Oh, das wäre so. Dass wenn man... Dass wenn man in Nähe ist, genau, dass man den Befehl geben kann, öffne das Tor, wenn man so auf dem Pferd ist. So nach dem Motto automatische... Genau, dafür sind die... So ein Garagentor öffnen. Ja, das ist... Heute macht man es elektrisch, früher macht man es mit Sklaven. Das stimmt sogar. Ja. Beziehungsweise irgendwelche Torwächter. Ja, bei uns wären Sklaven. Mitarbeiter. Dein Getreu ist aufgestiegen. Ah, ich habe ein neues Pferd. Ja, das steigt noch schnell auf. Das ist ja Hottehü und nicht Plötze. Ich hätte Hottehü ja kleiner Onkel. Kleiner was? Kleiner Onkel. Ich komme mit deinem kleinen Onkel nicht klar.
Warum nicht? Was? Woher? Was für eine Bedeutung? Ich hab's schon... Pippi Langstrumpf, Mann! Ja, Mann! Weißt du, wie lange das her ist? Keine Frage, das wird noch schnell aufgefrischt. Ein halbes Jahrhundert? Oder doch 100 Jahre? Ich weiß es nicht. Ich bin alt. Ich bin sehr alt. Ich war bei der Erfindung des Automobils dabei. Hast dich aber gut verhalten. Nee, ich sehe ein bisschen besser aus als der hier. Und nur ein bisschen. Ah, nur ein bisschen. Du hast noch ein bisschen mehr Fleisch auf den Knochen. Ja, das Verwesen geht nicht so schnell. Meine untoten Freunde, ich kümmere mich noch um euch. Ja, mein Pferd ist noch nicht so schnell. Wollen wir erstmal zur Nachtsicht typen? Ja. Weil dann kann man den als erstes links. Als erstes umhauen und dann kann man sich ja die Drachen schnappen und vielleicht spawnt er ja wieder. Mhm. Tjost Time. Leider habe ich nur diesen beschissenen Tjost. Einen marklosen beschissenen Tjost. Sollten wir erstmal unsere Fans loswerden. Welche Fans? Oh! Oh, klar, kein Problem. Auch die kann ich gebrauchen. Ey, warum macht er das nicht? Weil macht er kaum Schaden, der andere war cooler. Hä? Ah, doch. Ich kann einfach damit nicht umgehen, das war das Problem. So. Ich auch wieder rein. Ich treffe einfach nicht. Haben sie den schwerer. Ey, wo rennt ihr denn hin? Ja, die haben keinen Bock mehr. Oh. Oh, ich hab ihn getroffen. Oh, ich senke das immer zu spät. Ich reite die einfach nur hoch. Oh, sie sind zurückgekommen. Ach, das geht mir auf den Sack. Mit dem anderen war ich so gut. Ja. Gut, dass wir PvP aus haben. Wo ist er denn? Oh, ich bin hier so gerade. Lass uns mal beeilen, bevor es dunkel wird. Es wird immer dunkel. So, die anderen kann man jetzt in so einer Reihe gut wegholzen. Ja, einer nimmt die linke, einer nimmt die rechte. Ja, warte, lass uns zeitgleich angreifen. Wir machen das taktisch hier. Taktisch! Ich nehme die linke. Ja, ich bereite mich hier schon auf die rechte vor. Okay. 3, 2, 1, go! Galopp! Man muss ja nur geradeaus laufen. Ich finde das cool. Ja, jetzt muss ich nur noch treffen. Ja, einfach vorbeireiten. Mit der glühenden Spitze einfach die Typen berühren. Die Mechanik ist zwar ein bisschen, naja. Aber so ist das halt. Nicht in der... Ey, halt deinen Stab, Junge. Beweg dich! Oh, ich bin... Oh, Pferd weg! Darauf erstmal eine Schweinshaxe. Oh, was ist das denn? Schweinshaxe. Mein Getreu ist aufgestiegen. Hurra. Alter, so ein Riesengegner und ich reite vorbei. Ja, ist nicht leicht daran, vorbeizureiten. Aber ich kriege das hin. Ich auch. Was Besonderes. Nein. Ich glaube, der ist doch fast noch voll, oder?
Ja. Okay. Ich hol mal meinen Hammer raus, meinen Zerstörerhammer. Mal gucken, was der zerstören kann. Alter, schon wieder! Liegt das am Hammer? Der Hammer ist ein Werkzeug. Ja, aber der hat mich schon wieder ein Drittel verdorben. So, jetzt zücke ich immer mein Schwert. Ah, die Waffe ist verflucht. Das wird kommt bestimmt von der Waffe. Ah. Darum hat die auch so viel Schaden. Also 31% Rüstungsdurchdringend. Hm. Natürlich doof. Ich dachte mir, nein, kann man ein bisschen Heilung vertrauen. Danke. Ich habe extra noch mal neue Heilpfeile gemacht. Weil ich mich so häufig geärgert habe, dass ich die Heilpfeile vergessen habe. Ach, mit der Waffe bringt's einfach nicht. Jetzt ist aber auch was hin. Zack, er loote den und ich loote die Zombies. Oder die Toten hier. Kopf. Kopf. Hm. Bringe alle nur Knochen. Na, der Typ. Oh, ein Kopf. Oh, lasst mich doch mal durch. Wer waren's nicht? Wir hatten noch so viele. Da ist noch einer. Ich brauche noch so verdorbenes Pulver oder sowas für die ganzen Zombies. Also ich habe auf jeden Fall ein Machtfragment. Hier Pulver der Verderbnis kriegen wir im Brumm-Brumm-Tempel immer gut. Echt? Brumm-Brumm? Mhm, Brumm-Brumm-Tempel. Brumm-Brumm-Brumm. Oh, hier liegen auch noch welche, warte mal. Wenn ich jetzt das Ding nochmal nehme, werde ich nochmal verflucht? Nee. Okay. Ich weiß nicht, ob das so der Hit ist, das Ding zu benutzen und mich jedes Mal verfluchen zu lassen. Weil ein Drittel Ausdauer und Lebensenergie ist halt weg. Das ist nicht wenig. Ja. Hallo. Ja, wir können weiter. Juhu. Täuschend. Kein Nachtsichtgerät hier. Ja, voll doof. Ich fand die Maske voll cool. Das glaube ich dir, ich hätte die auch gerne gehabt. Scheiß Fackeln. Meine coole Mega-Fackel, die ist ja auch leider am Ort, von dem wir nicht sprechen wollen. Ja. Zurück. Der unbesagte Ort. Genau. Immerhin haben wir da den Dings freigeschaltet, den Obelisken. Ja, Dingsbums, Obelisk. Ah, wenn man den Drachen bekämpft, sollte man vielleicht entweder zu Pferd kämpfen oder auf dem Pferd bleiben, ne? Ich wollte zu Pferd kämpfen. Okay. Warte, ich nehme noch mal kurz meinen Heilbogen raus. Oh, ich sehe gerade, meine Tjoststange ist schon zur Hälfte kaputt. Sie ist makellos von hoher Qualität. Scheißteil.
sagst Bescheid, wenn du soweit bist, ne? Ja, ich habe noch ein bisschen Müll rausgeschmissen und ich wollte keine Giftpfeile nutzen. Jo, ich bin jetzt auch soweit. Berittene Bogenschützen. Ja, du keine Lust, hä? Hallo, reagierst du mal? Oh, ich werde gepiekst. Ich muss mich bewegen. Oh nein. Ah, er ist am Flammenwerfer. Stimmt ja. Ach, der hat es auf mich abgesehen. Ich pack dir Pfeile im Hintern. Ah, ich hänge in ihm fest. Ah, ich sehe nichts. Ah. Ich hänge irgendwie zwischen seinen Beinen. Das ist nicht gut. Ich stecke jetzt diese Stange in den Puppen. Okay, war nicht ganz der Popo. Nochmal. Der weiß, dass ich seine Stange in den Popo packen will. Der dreht sich immer. Eieieiei. Oh. Und jetzt ernsthaft, du bist schon wieder im Arsch? Hallo, ich habe nur 2/3 meiner Energie. Ich ärgere mich zusehends. Ich lasse die Axt zu Hause. Ich gucke erstmal hier Dolly Buster, oder wie sie heißt, zu. Hompeli, hompeli, hompeli. Also ich ärgere mich tatsächlich zusehends, dass wir nicht von Anfang an gezählt haben, wer wie häufig zählt. Das war, weißt du, so ein Dauerzähler. Ja, ich wäre bei 1000 schon, glaube ich. Jop. Okay. Aua. Er hat übrigens seine Leiche weggeschleudert. Oh, das geht? Cool. Achso, ich hab Hunger, sehe ich gerade. Muss mal was essen. Halb tot hier. Auf jeden Fall lasse ich die Keule zu Hause. Die benutze ich nicht mehr. Boah, jetzt schießt ja gerade mal ein paar Heilpfeile rein. Nicht, dass unsere Kumpels hier jetzt verrecken. Herz. Aber er macht immer fertig. Ja, wir bemühen uns schon. Ich komme nackelig. Wäre cool, wenn du mir... Oh, kommt das... Ist das ein Sandsturm da hinten? Dann bin ich gleich wieder tot. Hoffen wir mal nicht. Aua, aua, ich sehe nichts. Aua, geh weg, lass mich raus. Aua. Ist bei dir ein Sandsturm? Nee, ne? Bis jetzt noch nicht. Nein, nein, steht übrigens jetzt nur noch blöd daneben und macht gar nichts. Ja, das ist nein, nein. Ohne mich will er nicht kämpfen. Der trauert. Utrid, langsam wird mir das doch etwas gruselig. Beweg dich mal kurz. Schafft ihr ihn nicht? Utrid kämpft gerade mehr oder weniger alleine. Fragezeichen. Ich versuch dem hier die Mega... Dröhnung, Heilpfeile in Arsch zu jagen.
Ich dachte, ihr macht den locker fertig. Ich komme einfach locker wieder rein. Gut, dass ich so viele Halbpfeile mit habe, ey. Ja, ich hoffe mal, das Tor wird nicht bewacht. Also er ist jetzt langsam fast tot. Ist das überhaupt ein Tor? Doch, ja. Ich habe Glück, das Tor wurde nicht bewacht. Upsi, schwupsi. Was lernen wir daraus? Nicht diesen Scheiß... die Scheißwaffe mitnehmen. Aber der Schaden war halt verlockend. 30% rüstungsbrechendes Porno. Oh! Entschuldigung. Rotritt! Nur noch ein Schlag, du hast ihn fast. Mach ihn tot! Ich sehe nichts. Oh, danke, Feuer. Ihr kämpft unter meiner Leiche? Ja, der ist er. Oh. Siehst du, ich war die ganze Zeit bei euch. So, jetzt zerlege ich diesen Drachen. Utrid, du hast gut gekämpft. Gut gekämpft, du hast, junger Padawan. Nein, nein. Wo ist nein, nein? Ach, da steht er ja. Hi. Da steht bei mir. Das erste Mal, ne? Nur weil Heinrich weg ist, heißt es nicht, dass du dich aus dem Kampf zurückziehen darfst. Ich glaube, habe keine. Doch, hab ich, okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Fackel dabei, aber. Kannst froh sein, dass Hottehü überlebt hat. Das wäre nämlich echt ärgerlich gewesen, wenn Hottehü da einfach so nichts tun stehen geblieben wäre, vom Drachen dann zertrampelt zu werden. Tüdelü. Warum ist die Fackel aus? Weil ich aufgestiegen bin. Hatte der nicht auch eine Truhe? Müsste. War doch ein großer, oder nicht, ne? Ja. Steht nein, nein, da in der an der Truhe. Ich komme nicht in die Truhe ran. Brauch wahrscheinlich auch einen Schlüssel, oder? Ich habe ein Reliktfragment gefunden. Super. Tja. Aber hier gibt es ja noch mehr Drachen. Wohl wahr. Ach, die Sonne geht schon wieder auf? Das ist aber praktisch. Ich habe die ganze Nacht hindurch gekämpft. Ja, ja. Ups. Ich habe die Stange wieder hochgezogen. Ah, hier nimmt die Verderbnis zu. Ist ja ätzend. Ah, ich hänge im Drachen fest. Ja, aber es sieht doch schon mal gut aus. Ja. Der ist gleich hin. Ups. Ich reite hier im Kreis. Ja, das ist auch gut. Gibt es davon auch eine Untoten-Variante, die man rekrutieren kann? Oh, Drachenknochen. Drachenknochen sind gut. Ich liebe Drachenknochen. So, jetzt reite ich mal ein bisschen wieder hoch. Da ist der Nächste. Wollt ihr ewig leben? Was denn? Alles gut.
Attacke im Galopp! Genau! Mitten in die Fresse rein! Ich stecke ihn fest. Was? Die Folge Heinrichs Drachenblut. Ich habe bisher nur 6 Drachenblut. Wir hatten noch mal irgendwo Hyänen gesehen, Untote. Ja, am Schlundloch. Ah, da müssen wir auch hin. Die haben bestimmt Köpfe, die ich rekrutieren kann. Ja, das können wir ja machen, wenn wir mal wieder in den Brummbrummtempel gehen. Das ist da ja am Schlundloch. Dann kommen wir direkt auf die. Die Kiste? Du hast gerade gesagt, eine Kiste. Ah! Dann Kiste! Dann hole ich sie mir. Na gut, hier rechts ist auch eine. Drehen, drehen, drehen. Ah, ein Goldbahn. Oh, 6 Goldmünzen und 9 Silbermünzen. Ach, so ein Goldbahn hätte ich jetzt auch gerne. Ja, ich würde auch 2 nehmen. Aufsitzen hier nicht möglich? What? Komm her, du Pferd. Verdorbene Mauern. Ja, meine auch, war ja nur so eine einfache, makellose. Wo ist denn der nächste Drache? Dazu! Ach, da ist noch eine Truhe, sehe ich gerade. Schau mir erst die Truhe. Oh, ich habe jetzt schon mal angefangen. Ja, ich bin ja gleich da. Ah, oh, sind nämlich 2 Kerzen drin, siehst du? Ganz cool. Den Rest brauche ich. Ich habe auch schon 2 Kerzen für dich. Attacke! So, meine Lanze ist putt. Und ich hänge im Drachen fest. Oh, der hat's auf dich abgesehen. Ich hab's auf ihn abgesehen! Juhu, ein Getreuer von mir ist aufgestiegen. So. Wo ist der nächste? Gute Frage, nächste Frage. Ist nur da! Hab ihn! Hinter mir bist du, ne? Oder nicht? Ja, doch. Ach, hier war ja auch noch ein großer Drache, stimmt ja. Ist ein großer? Ne, das ist erstmal ein normaler. Ja, ich weiß. Aber hier war noch ein großer. Ich kann mich dran erinnern. Ich glaube, das ist der grüne Drache. Wir hatten ja gerade den roten und ich glaube, der andere war nicht so. Als wenn ich den Bogenschützen hier erledigt, der hat mich genervt. Ja, die Untoten.
Oh, so makellos war denn die Lanze doch nicht. Vielleicht war nur dein Umgang mit ihr nicht so toll. Ich steck dir gleich die Ersatzteile sonst wo hin. Nein, ich wollte nicht so unhöflich sein. Doch, wollte ich schon. Also da ist unten auch erstmal ein kleiner noch. Ich würde mal gucken, ob ich den anlocken kann. Ja. Ich habe jetzt aber keine Lanze mehr. Die Lanze ist gebrochen. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja, komm her, du kleiner Drache. Der kommt auch. Ich weiß. Er hört halt auf mich. Auf der Treppe kämpfen ist ja. Aber ist gleich vorbei. Ja. Unten ist auch noch ein kleiner und der große. Kann man den kleinen nochmal separat anlocken? Ich würde es versuchen. Ich mal, mach mal. Können hier auf die Düne hochlaufen. Ah, was mache? Komm her. Oh, ich treffe nicht. Guck mal, wie er angetrabt kommt. Dumm, dumm, dumm. Wie ein braver Hund. Glaub mir, wenn du mit einem Hund Pfeile auf den Hund schießt, kommt der nicht angetrabert. Nee, entweder geht es in Angriff über oder verpieselt sich. Also ein Chihuahua, wenn er das überlebt, würde auf jeden Fall zum Angriff übergeben. Das ist kein Hund, das ist eine Ratte. Juhu, mein Getreue ist nochmal aufgestiegen. Ich dachte, wir reden über Hunde. Ja, ich habe aber gerade von einem meiner Getreuen geredet. Mein Hund ist nicht aufgestiegen. Ich habe keinen Hund. So. Ja, wollen wir uns an den großen Rand wagen? Ich versuch's da mal mit Giftfallen bei dem Typen. Das ist. Hey, warum drehst du dich, wenn ich schieße? Genau, lass dir das Gift schmecken, es ist köstlich. Oh. Das ist ja groß. Das ist ja auch ein großer Drache. Ich glaube, der mag mich nicht. Ja, ist doch gut. Du betäubst ihn und wir hauen ihn. Ja, dann reite ich ein paar Meter weiter und dann wieder ein Schuss auf ihn drauf. Besser kann man es gar nicht haben. Genau. Oh oh, Lamm. Moment doch nicht. Bleib stehen! Ihr müsst ihn auch verkrüppeln, ne? Machen wir doch! Gut, gut. Der hat drei verkrüppelte Füße, teilweise.
Also langsam wie der geht, könnte dein Pferd auch nochmal zuschlagen. Okay, jetzt nimmt er Gas. Jetzt flitzt er ja richtig. Nein, hängt irgendwie am Boden. Ey, spring doch nicht, wenn ich schieße. Die ist gerade gesprungen? Ja, also so diese Stelle, Attacke nach vorne. Achso. Utrid, mach doch mal mit. Ups. Konzentrierte Stille. Ja. Utrid, wer hat dir erlaubt, nicht mehr anzugreifen? Nee, ich diesmal. Boah, immer klaust du alles. Ja. Wo reitest du hin? Hier ist doch bestimmt noch eine Kiste. Achso, da von rechts bist du, ja genau. Schließ mal auf. Ein Reliktfragment. Mehr nicht. Das sind 10 Erfahrungspunkte, die wir verteilen können. Oder wir gehen zum Kartenarchivar. Ich glaube, der gibt uns dafür irgendwelche Rezepte. Das könnten wir auch mal machen. Haben wir bisher noch nicht gemacht. Lass uns das mal machen. Du bist der Vogel denn. Bei den Archiven, da müssen wir so ein bisschen nach geradeaus und dann rechts. Ja, geradeaus und dann rechts. Aber da müssen wir so ein bisschen nach oben, meine ich. Können wir ja. Weil da müssen wir irgendwie auch über diese Treppe. Wir waren tatsächlich erst ein einziges Mal bei im Kartenraum. Ah, da ist eine Treppe hoch. Sehr schön. Wir kriegen gleich bestimmt wieder eine ganze Menge Fans. Ups. Scheiße, Pferd. Ich reite schon mal vor, ne? Ich hoffe, die spawnen gleich wieder. Ruhig. Verdurste. Dann trink etwas. Mach ich gerade.
Ja, hier sind ja auch noch so viele Viecher. Oh, die sind auch gut. Die will ich auch haben. Ich glaube, die kann man auch rekrutieren. Hast auf jeden Fall viel zum Zerhacken. Ey, zerhack nicht mein Pferd. Scheiße, ich muss auf ein Pferd. Ey, lass mich auf ein Pferd, du Arsch. Oh, Scheiße. Hatte gerade nur Angst, dass man Hottehüter Ja, kann ich verstehen. Oh, helf dir mal mit dem Zaken, ne? Jawohl. Ah, ich habe einen Schädel für dich schon mal. Juhu! Und ich sehe gerade, dass die großen Viecher auch Dämonenblut geben. Ah, die haben wir immer vernachlässigt. Noch ein Schädel! Noch ein Schädel! Ich habe gerade keinen bekommen. Da oben sind noch mehr, keine Bange. Ups. Oh, die Verderbnis nimmt zu. Ja, mein Durst auch. Dein realer? Im Spiel aber auch. Das war ein Kartenraum gehen. Ja. Geht da aber der nicht rein, der war hier lang. Ja, wieso reite ich eigentlich nicht? Also ich mach's nur, weil ich gerade zuvor bin zum Absteigen. Okay. Wer hat das denn hier gebaut? Scheiße hier. Da hatten die überhaupt keine Ahnung von Bauplanung hier. Kommen ja keine Pferdchen rein. Zumindest nicht beritten. Ist auch schon ewig her, ne? Ja, ja. Sein Kartenraum sieht irgendwie cool aus. Oh nein, wir brauchen 5 Machtfragmente für Erinnerung an Öle. An Öle? An Öle. Was bringt denn das? Keine Ahnung. Do not be afraid, bonded one. I am just a shadow. A whisper of what once was. Pass auf, das sind solche. Ich habe eine neue Schriftrolle erhalten. Ja? Oh, stell dich mal davor. Na, kurz weg. Ich habe irgendwas Dunkles betreten. Du brauchst ein Machtfragment. Nee, hier passiert nichts.
Eine auf dünnes Papier gekritzelte Notiz. Ich habe eine Schriftrolle, glaube ich, erhalten. Ich habe in diesen Landen schon viel gesehen, Verbannter. Wisse, dass diese Folianten einige meiner eher esoterischen Funde enthalten, die gleichsam atemberaubend wie schrecklich sind. Der Zugang zu dieser Bibliothek wird nur jenen gewährt, die eines der vielen in der Stadt verstreuten Fragmente spenden. Finde sie, bringe sie her und das Wissen wird dir gehören. Also ich habe hier einfach nur eine Schriftrolle, eine auf dünnes Papier gekritzelte Notiz. Hast du auch Machtfragmente? Ja, die habe ich gerade alle schon verbraten. Ich hatte komischerweise auch ein verbraten. Jetzt sage ich dir anscheinend, aber... Diese Schriftrolle hat man anscheinend so bekommen, um da die Info hier in dieser... Okay. Der Zugang zu dieser Bibliothek wird nur jenen gewährt, die eines der vielen in dieser Stadt verschwunden haben. Ja, ich habe es gerade vorgelesen. Genau. Und ich habe 4 bekommen. Einmal die Schriftrolle Chaos und Buße. Wer diese Zeilen liest, schaltet das Wissen der esoterischen Archive der namenlosen Stadt frei. Benutzen, erlernt Chaos und Bosheit, was auch immer das ist. Dann haben wir einen dekorativen Schleifstein, ein Tischbein und verstärkter Schemel. Wow. Das ist ja Hammer hier. Hat sich mega gelohnt. Das wollten wir bei dem nochmal. Ah ja, irgendeinen Dreck umtauschen, haben wir ja gemacht. Chaos und Bosheit. Was bringt das denn? Sag mal. Das ist eine in der namenlosen Stadt gefundene Waffe aus alter Zeit. Das sieht aus wie eine Axt. Hm. Und die bringt Gesundheitsschaden 41. Also meine aktuelle Waffe ist besser, die bringt 51. Weiß nicht, wie es mit deiner ausschaut. Wow. Das Tischbein. Eine improvisierte Waffe für Tavernenschlägereien. Gesundheitsschaden 54. Okay. Das heißt, wir laufen jetzt mit Tischbein rum, ja? Und der verstärkte Schemel ist auch eine improvisierte Waffe für Tavernenschlägereien. Gesundheitsschaden 48. Mhm. Ja, die kannst du ja mal bauen. Ja, einfach nur, um das mal als Gag zu haben. Dann gehen wir in die Taverne und hauen. Uns mit Conan, genau. Genau. Besiegen wir Conan. Der kann eh nichts. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch für heute durch. Ja. Was wollen wir nächstes Mal machen? Ich will ein bisschen Untote haben. Ach so, also Puppenbrubben-Tempel und jeden am Schlundloch. Genau, und vielleicht schaffen wir es nochmal zwischendurch, so ein Eis, um mal so ein Kühlschrank nur für Tote zu basteln. Ach so, ja. Weil ihr habt ja in den Kommentaren geschrieben, ich glaube, Matt Mickey war das, natürlich, dass man die Untoten auch im Kühlschrank aufbewahren kann. Genauso wie unsere Eier. Auf die Idee bin ich nicht gekommen. So einfach wie sie ist. Ja, vor allem, weil wir ja eigentlich schon die Erfahrung tatsächlich mit den Eiern gemacht haben. Ja. Also, ja, klar, ihr hattet natürlich vollkommen recht mit eurem Kommentar. Alles, was irgendwie so ein Ablaufdatum, Zeitpunkt hat, einfach in den Kühlschrank packen und schon hält es Ewigkeiten. Man muss nur mal nachdenken. Ja, ich hätte mal Bock, so einfach mal vielleicht baue ich auch noch so eine kleine Falle. Habe ich im Offscreen mal gesagt. Einfach, ich weiß nicht, ob die Gegner bei der Purge einfach die Tore angreifen. Oder das letzte Mal war ja eine schwache Mauerteil, ne? Ja. Die Idee ist, dass ich vielleicht irgendwo eine kleine Mauer ziehe, so eine U-Form, dass sie denken, die KI denkt, weil ich mache eine Holzpalisade, keine Ahnung, dass sie denken, oh, das ist schwach, das greife ich an. Und dahinter, wenn sie durchbrechen, sind dann einfach so 50 Zombies. Und ich sitze dann da, esse Popcorn oder so. Mach da, es ist Zombies. Es leben die Untoten. Genau. Na, Kopfkino halt. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
wir sehen uns beim nächsten. Ja, wir sehen uns nicht. Wir hören uns. Genau. Also liken, kommentieren, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.